Schönen guten Morgen, Herr Bundesminister. Ja, durch falsches Handeln der Bundesregierung hat Corona viele wunde Stellen im Bildungsbereich aufgezeigt. Es verursachte nicht nur Lerndefizite, sondern auch psychische Probleme und Belastungen. Und der Anteil der Schüler unter Angstzustände leiden hat um 220% zugenommen. Schüler mit Schlafstörungen, da ist der Anteil sogar um 240% gestiegen. Und ganz dramatisch hat sich der Anteil bei jenen Kindern mit Suizidgedanken erhöht, da ist der Anteil um 54% gestiegen. Und meine Frage dazu, welche Maßnahmen setzen Sie und um wie viel Geld stellen Sie zur Verfügung, um psychische Probleme von betroffenen Schülern zu beseitigen? Frau Mühlberg, dass das nicht richtige Entscheidungen waren, ist ja Ihre Meinung, nicht? Ich bin der Meinung, es waren notwendige Entscheidungen in einer pandemischen Situation, die für Österreich insgesamt, aber auch für Europa insgesamt eine kritische Situation war. Ich bezweifle aber auch nicht, und das habe ich in meinen Vorbemerkungen auch zur Anfragebeantwortung an Kollegen Brückel gesagt, ich zweifle gar nicht, dass es hier zu psychischen Problemen gekommen ist. Ich habe von meiner Seite aus mit den Schul- und Entwicklungspsychologen, mit Christiane Spiel, auch viel gemeinsam unternommen, um hier zu eindeutigen Befunden zu kommen. Was wir tun, ist im Wesentlichen die Schulpsychologie auszubauen. Das tun wir derzeit. Ich habe auch die Zahlen genannt schon. Was wesentlich ist, ist nicht nur Ausbau der Schulpsychologie, sondern die Schulpsychologie muss zu den Schulen gehen. Nicht warten, bis jemand kommt und sagt, ich habe möglicherweise suizidale Gedanken, sondern an Schulleitungen herantreten und fragen, gibt es Probleme, gibt es Auffälligkeiten, sollen wir kommen, Beratungsgespräche machen. Die Schulpsychologie ist hier ein ganz wesentliches Instrument, neben den anderen Supportstrukturen.